So, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe noch recht spontan einen Vertragsschimmel, kann man gar nicht sagen, sondern einen kurzen Vertrag mitgebracht, anhand dessen ich heute, anstatt das sozusagen nach dem Skriptum abzuarbeiten, mit Ihnen gemeinsam, und das sollte ich vermeiden, mit Ihnen gemeinsam durchgehen wollte, worum es beim Urheberrecht und bei der urheberrechtlichen Rechteklärung im Großen und Ganzen geht. Zum Technischen, wenn Sie Zwischenfragen stellen, so erklären Sie sich, sage ich jetzt einmal, auch automatisch damit einverstanden, dass Sie von der bereitgestellten Kamera mitgeschnitten werden und im Internet online zur Verfügung gestellt werden. Es bleibt Ihnen natürlich das grundsätzliche Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht an Ihren Wortmeldungen und Beiträgen erhalten. Aber die Wirtschaftskammer wird das nicht exklusive Nutzungsrecht haben, das interaktiv diversen Menschen von Zeiten, von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl interaktiv zur Verfügung zu stellen. Wovon reden wir, wenn wir vom Urheberrecht sprechen? Immer von urheberrechtlich geschützten Werken. Einerseits den Werken selbst und andererseits teilweise auch den Festhaltungen dieser Werke im sogenannten Leistungsschutzrecht. Wir brauchen das Urheberrecht als Belohnung und Anspornung geistiger Kreativität und letztlich zur Förderung der kulturellen Entwicklung. Es ist nicht selbstverständlich, dass geistige Leistungen geschützt sind. Alle diejenigen Leistungen, die keinem Sonderrechtsschutz unterliegen, sind nämlich grundsätzlich frei zu benutzen und zu entnehmen. Das heißt, es braucht eine Anordnung des Gesetzgebers, um einmal zu sagen, was ist so ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Die Anforderungen danach oder daran werden nicht sehr hoch gesteckt. Es bedarf keiner besonderen Werkhöhe mehr, auch keiner großartigen Ästhetik oder künstlerischen Qualität, wenn man auch sagt, okay, sollen nicht die Richter entscheiden, was Kunst ist. Es bedarf aber eines gewissen Mindestmaßes an Eigentümlichkeit oder Originalität und einer Interpretation als Kunst im weiteren Sinn. Im, sagen wir mal, allerweitesten Sinn. Wo oszilliert das? Wir haben zum Beispiel Gerichtsentscheidungen, die uns sagen, dass ein Skischuh, auch wenn er noch so bunt und toll gestaltet ist, kein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, auch ein Motorgockert nicht. Sehr wohl können aber Möbel, also zum Beispiel die berühmte Corbusier-Liege, Designstücke, auch Werke der angewandten Kunst natürlich diesem Schutz unterliegen. Das Gesetz spricht von gewissen Kategorien, nämlich der Literatur, Tonkunst, den bildenden Künsten und der Filmkunst, aber auch die Zwischenformen und diversen Hybriden sind grundsätzlich rechtlich, urheberrechtlich geschützt. Was nicht geschützt ist, sind die bloßen Ideen und überhaupt alles das, was nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Alles, was sich noch in Ihren Köpfen befindet, ist als Werk noch nicht hervorgetreten. Und die bloße Idee, jetzt einen Film über das Thema XY zu drehen, ist für sich gesehen auch nicht schutzfähig. Das heißt, das Ganze muss einmal eine Gestalt annehmen, um einen urheberrechtlichen Schutz zu erlangen. Mehr muss allerdings auch schon nicht passieren. In dem Moment, wo das Werk sozusagen sinnlich wahrnehmbar geworden ist und im weitesten Sinn festgehalten ist, entsteht auch schon der urheberrechtliche Schutz und ich brauche also das Werk nirgends zu registrieren. Ich bedarf höchstens vielleicht für eigene Beweiszwecke einer
Hinterlegung in einer Ideendatenbank wird oder der Wirtschaftskammer oder bei einem Notar etc. Das hat aber nur Beweiszwecke und hat also nichts mit den Schutzvoraussetzungen an sich zu tun. Wichtig ist, dass die Werke einmal als Ganzes geschützt sind, aber auch in ihren einzelnen Teilen. Natürlich gibt es da wieder eine gewisse Mindestgrenze. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir schauen uns hier eins dieser Bilder an, dann wird ein Ausschnitt in der Größe, ja grün, sicherlich problemlos schutzfähig sein, wenn Sie da raufgehen und sagen, okay, ich mache da jetzt ein kleines blaues Kasterl, dann wird irgendwo die Grenze sein, wo man sagt, das ist auch eben nicht mehr individuell genug, auch nicht mehr sinnvoll schutzfähig. Aber im Grunde genommen ist also die Strophe eines Gedichtes, 5 Minuten eines Films, natürlich ein Satz einer Symphonie etc. genauso geschützt wie das gesamte Werk. Und ganz wichtig, das Werk ist sozusagen auch in seiner Integrität geschützt. Ich darf dieses Werk auch nur mit Zustimmung des Schöpfers bearbeiten und verändern, mit gewissen Einschränkungen, aber primär obliegt es also auch dem Schöpfer des Werkes, dem Urheber, festzustellen oder zu autorisieren, in welcher Form sein Werk einerseits verwertet werden darf, aber auch geändert und bearbeitet werden darf. Interessant für uns sind hier natürlich auch die Werke der Filmkunst vom Gesetz ausdrücklich erwähnt. Das Filmwerk ist die filmische Umsetzung als solches, nicht aber die Vorlage zum Werk. Das heißt, der Film ist ein Kunstwerk per se, unabhängig vom Drehbuch, unabhängig von der Filmmusik, die als sogenannte vorbestehende Werke einen eigenen urheberrechtlichen Schutz genießen. Wenn wir uns jetzt anschauen, ich hoffe, es haben alle bekommen, diese kurze Überblick über einen möglichen Aufbau eines urheberrechtlichen Vertrages, so ist einmal hier der Vertragsgegenstand ausgewählt ein Drehbuch bzw. die Mitwirkung eines Autors an einem Drehbuch. Ich habe also hier zwei Vertragspartner, nämlich den Autor und den Produzenten, die sich über einen Vertragsgegenstand einigen. Ganz wichtig ist immer bei gut gestalteten Verträgen eine verständliche Umschreibung, was die Parteien eigentlich gemeinsam erstellen wollen, beziehungsweise was hier der Produzent vom Autor kaufen möchte, nämlich im konkreten Fall eben ein Treatment oder ein drehfertiges Drehbuch das ist es eigentlich schon. Das heißt, ich habe es hier zu tun mit einem vorbestehenden Werk, das verfilmt werden soll. Jetzt kann natürlich das Drehbuch selbst eine Eigenschöpfung des Autors sein, das heißt eine vollkommen neue Geschichte, die originär für eine Filmproduktion umgesetzt wird. Es kann sich aber auch natürlich um die Adaption eines Romans, eines Comics, eines anderen Werkes, auch eines anderen Filmes zum Beispiel handeln. Wir haben es hier mit einer Reihe von Bearbeitungsvorgängen zu tun. Wenn ein Roman zu einem Drehbuch bearbeitet wird, liegt natürlich eine Bearbeitung des Romans vor. Wenn dann das Drehbuch zu einem Film umgesetzt wird, liegt eine Bearbeitung des Drehbuchs und des Romans vor und so weiter. Die Rechte aller Schöpfer, die an dem Film letztlich mitwirken, sind in der einen oder anderen Form vertraglich abzuklären. Es ist also ganz wesentlich, einmal festzuhalten im ersten Schritt, was soll geliefert werden, was soll der Gegenstand eines urheberrechtlichen Vertrags sein, und das ist in diesem Fall das Drehbuch.
Wesentlich ist natürlich die Frage, bis wann und in welchem Umfang jetzt der Autor sein fertiges Werk abzuliefern hat. Ganz wesentlich ist in diesem Kontext eben entsprechende Fristen und allenfalls auch Bedingungen festzulegen, die dem Vertrag eben zugrunde liegen sollen. Ganz wesentlich bei der Kreation eines solchen Drehbuchs, aber genauso gut auch einer Filmmusik beispielsweise, ist die Frage, wie die Abnahme gestaltet wird, also wie der Autor dem Produzenten sein fertiges Werk übergibt und was der für Ansprüche hat an Nachbesserung, Überarbeitungen etc. Ein ganz wichtiger Punkt, einerseits im Interesse des Kreativen, hier nicht ewig etwas zurückgeschmissen zu bekommen und gesagt zu bekommen, okay, das ist nicht fertig, das akzeptiere ich nicht. Umgekehrt natürlich für den Produzenten wesentlich das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Meist wird auch geregelt die Frage, wer sozusagen oder wie lange eben nach Ablieferung des Werkes hier auch noch Umänderungen, Ergänzungen und Nachbesserungen nach den Vorgaben des Produzenten stattfinden müssen. Ähnlich ist es natürlich bei der musikalischen Komposition, die ich für ein Filmwerk vielleicht originär schöpfe. Hier wird die Arbeit des Komponisten oft erst dann beginnen, wenn der Film schon gedreht wird oder fertig gedreht ist. Auch hier ist natürlich ganz wichtig für den Lieferanten zu wissen, okay, welche Qualität muss ich liefern und wie oft kann ich sozusagen an den Start zurückgeschickt werden. Fragen der Gewährleistung sind natürlich gerade im künstlerischen Bereich immer sehr schwer zu beantworten. Das heißt, bei einer Musik, wer sagt, ob die künstlerisch jetzt hochwertig ist? Der Richter wird es nicht können. Es sind viele Geschmacksfragen betroffen. Umso wichtiger ist es also auch, hier im Vertrag klare Definitionen zu schaffen. Um auf das Thema auch der Bearbeitung zurückzukommen, wenn wir jetzt speziell den Drehbuchvertrag hernehmen, erhebt sich die Frage, na gut, was ist, wenn der Produzent ganz und gar nicht zufrieden ist mit der abgelieferten Fassung oder Version, was ist, wenn sich die Vertragsteile auseinanderleben? Kann innerhalb dieses dauernden Vertragsverhältnisses eine Seite zurücktreten oder sind die beiden sozusagen auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet? Welche Rücktrittsrechte gibt es allenfalls und was passiert dann mit den bereits abgelieferten Fassungen? Da spielt halt wieder das Bearbeitungsrecht eine wahnsinnig große Rolle. Das ist etwas, was man für jede Vertragsgestaltung sich merken muss als Rechteverwerter. Wenn ich das Recht haben möchte, ein mir übergebenes kreatives Werk weiter zu bearbeiten, dann muss ich das ausführlich und zwar wirklich im Detail nach Möglichkeit auch regeln, dass ich das tun darf. Denn ansonsten steht also einer Veränderung, Fertigstellung eben das Recht des Künstlers an der Integrität seines Werkes entgegen. Auch hier gibt es wieder das Spannungsverhältnis. Verträge sind natürlich immer eine Frage auch der Verhandlungsmacht und Marktmacht der einzelnen Teile. Inwieweit hat jetzt der Produzent sozusagen das Recht, seinen Drehbuchautor jederzeit aus der Produktion wieder rauszukicken und dann vielleicht sogar zu sagen, okay, die Ideen, die da drin stecken und die Konzepte lasse ich jetzt durch andere Personen einfach fertig schreiben, weil mit dir kann ich nicht mehr. Umgekehrt ist auf Seiten des Produzenten halt die Frage, naja gut, wenn sich der als besonders kapriziös erweist, mein Drehbuchautor, oder ich mit dem einfach nicht zusammenarbeiten kann, muss ich dann tatsächlich das Honorar zahlen und kann mit meinem halbfertigen Drehbuch gar nichts mehr anfangen. Das heißt, hier
das Bearbeitungsrecht bitte in jedem Fall immer als eigenes Recht im Vertrag definieren und darüber entscheiden oder eben ausverhandeln, auch wenn es nicht so einfach ist, was soll mit den Weiterentwicklungen passieren. Das Ganze geht natürlich noch einen Schritt weiter. Wie sieht es aus mit der Wiederverfilmung, mit der Weiterentwicklung einzelner Charaktere? Wir haben jetzt gehört, das Werk ist als Ganzes und in Teilen geschützt. Es ist durchaus nicht abwegig zu sagen, okay, auch eine literarische Figur, die in einem Werk Ausdruck findet, ist sozusagen als solche geschützt. Es kann jetzt meinetwegen nicht jeder hergehen und sagen, ich mache Batman 7. Ist vielleicht von der Charakterisierung gar nicht so ein wahnsinnig komplexer Charakter, aber hat natürlich ein äußeres Erscheinungsbild, angefangen von seinem Outfit bis hin zur charakteristischen Ausgestaltung. Das heißt, auch daran besteht wohl als Werk teilen ein urheberrechtlicher Schutz und auch ein Monopol desjenigen, der hier halt das Copyright auf diese Art von Figur hat. Ganz interessant, weil es wurde so, es gibt eine Schweizer Entscheidung, die sagt, Sherlock Holmes ist keine urheberrechtlich geschützte Figur, weil solche Detektive hat es auch schon vorher gegeben etc. Also er ist per se nicht so stark gezeichnet, dass man hier schon von einem urheberrechtlichen Schutz sprechen kann. Aber im Prinzip wird man sich mit der Frage befassen müssen oder schlauerweise befassen, auch wie, in welcher Form darf ein mir geliefertes Werk weiterentwickelt werden. Wir sind jetzt somit auch schon beim Kern des urheberrechtlichen Vertrages per se, wenn wir da den Punkt viertens anschauen, nämlich bei der Rechteübertragung. Bitte. Nur ganz kurz, Sherlock Holmes darf ich den dann aber nicht nennen, oder? Diesen Knaben. Naja, jetzt die Frage, ist Sherlock Holmes ein urheberrechtlich geschütztes Werk? Kann ein Name ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein? Das würde ich eher verneinen. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob Sherlock per se ist kein sehr geläufiger Name. Aber es ist eine spannende Frage, weil es gibt zwar einerseits einen Titelschutz im Urheberrecht, das heißt, ich darf den Titel eines Werkes, eines urheberrechtlich geschützten Werkes, nicht in verwechslungsfähiger Weise für ein anderes Werk verwenden, für ein gleichartiges Werk. Es ist halt die Frage, ob Sie, wenn Sie die Sherlock Holmes Romane haben, aber ganz andere Titel, mir fällt jetzt keiner ein, aber es ist jetzt die Fälle des Sherlock Holmes als Beispiel, da wäre halt jetzt die Frage, ob dann sozusagen die Unfälle des Sherlock Holmes verwechslungsfähig wären. Das wahrscheinlich schon. Das Beispiel, was Sie da jetzt fragen, das kann mit Nein beantwortet werden, weil im Falle Sherlock Holmes hat England parallel zu USA eine Serie über Sherlock Holmes herausgebracht und da gab es keine Rechtsstreitigkeiten. Natürlich heißen die Serien in den Titeln anders, aber die Charaktere sind mit demselben Namen. Das würde ich sagen, das könnte man jetzt sagen, aber wenn jetzt jemand wüsste, wann Sir Arthur Conan Doyle verstorben ist. Definitiv vor über 100 Jahren, weil er auch Kinder schon gratis zu haben ist. Aha. Also die Rechte sind alle schon abgelaufen. Na gut, also ein weiteres ganz wichtiges Kapitel, ich komme aber nochmal abschließend zurück dann auf die Frage, ich mag mich nicht davor drücken, ist die urheberrechtliche Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Autors sind seine Werke gemeinfrei geworden und es darf sie jeder bearbeiten und sich daran bedienen, wie er möchte.
Der reine Name einer Figur wird meines Erachtens keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, außer er ist derartig fantasievoll, dass man sagt, dass in dieser kurzen Wortfolge steckt schon so eine Originalität drinnen, dass man hier eben von einem eigenen kurzen Werk sprechen kann. Also es gibt Werktitel durchaus, die für sich schon so poetisch sind, dass sie in sich urheberrechtlichen Schutz genießen. Das ist aber nicht der Regelfall, natürlich bei kurzen Sätzen und Wortkombinationen. Also ich, die Sonne ging auf, keine Chance. Das heißt, wenn ich jetzt die Sonne ging aufgeschrieben habe und jemand anderer auch die Sonne ging aufschreibt, dann habe ich zwar einen Titelschutz bei Verwechslungsgefahr. Das ist aber eigentlich eine wettbewerbsrechtliche Norm, die sagt, okay, ich darf sozusagen die Ausstattung eines Werkes nicht sklavisch übernehmen für ein anderes, aber ich habe darauf keinen urheberrechtlichen Schutz. Und ich würde davon ausgehen, dass normalerweise eine Romanfigur losgelöst jetzt von ihren Eigenschaften oder von ihrem Gesamtbild, von ihrer Gesamtcharakteristik, nur vom Namen her keinen urheberrechtlichen Schutz genießt. Wie viel Sinn es macht, Sherlock Holmes sozusagen außerhalb von dem Kontext zu nehmen, der Gesamtfigur, ist eine andere Frage. Aber es ist durchaus mit Vorsicht zu genießen und könnte wahrscheinlich auch zu Rechtsstreitigkeiten oder würde zu Rechtsstreitigkeiten führen, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme einfach eine sehr erfolgreiche Figur her und baue eine neue Geschichte damit, wenn ich eben wenn die stark charakterisiert ist durch ihren Autor und wenn die urheberrechtlich so gezeichnet ist, so differenziert ist, dass man sie eben als in sich als geschützten Werkteil ansehen kann. Deswegen in 4a auf der Seite 2 von diesem kurzen Muster das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht, das Filmherstellungsrecht, das Titelverwendungsrecht, das Weiterentwicklungsrecht und Wiederverfilmungsrecht. Das heißt hier ganz zentral das Recht, das Werk als Ganzes in Teilen oder Bearbeitungen selbst oder durch Dritte unter Wahrung der gesetzlichen Urheberpersönlichkeitsrechte der Autorin zur Herstellung eines oder mehrerer Filmwerke zu verwenden, um zu gestalten, zu kürzen, zu teilen, mit Werbung zu verbinden, mit Links zu versehen, den Titel zu verwenden oder neu festzusetzen, die Musik auszutauschen oder das Werk und die Filmproduktionen in sonstiger Weise, insbesondere auf Anforderung einer Sendeanstalt zu bearbeiten, die Filmproduktion in allen Sprachen zu synchronisieren, Untertitel oder Voice-Over-Fassungen herzustellen, die Produktion in sonstiger Weise zu bearbeiten, sowie diese so bearbeiteten oder synchronisierten Fassungen nach Maßgabe der in diesem Vertrag der Produktion eingewandten Nutzungsrechte auch auszuwerten, inklusive Recht zur Wiederverfilmung und Weiterentwicklung. Das heißt, das ist so ein typisches Beispiel für einen schon sehr weit reichenden Vertrag, der sagt, ich kaufe ein Drehbuch, aber daraus kann ich jetzt sozusagen eigentlich auch 100 verschiedene machen. Und außerdem auch noch für Klopapier oder alles mögliche andere werben. Und der Autor unterschreibt mir das nach Möglichkeit ungelesen. Das Ganze ist natürlich auch eine Konsequenz, diese umfassenden Rechteeinräumungen, denen wir in diesen Verträgen begegnen, dessen, dass natürlich auch die Fernsehanstalten inklusive unserem ORF immer sehr, sehr umfassende Rechtseinräumungen auch von den Auftragsproduzenten verlangen. Und das bringt mich natürlich zu dem Grundsatz, dass ich als Produktion und niemand sozusagen mehr Rechte jemandem anderen übertragen kann, als er selbst hat. Das heißt, ich kann es mir, wenn ich für einen Sender produziere, der eben sehr umfangreiche Rechte von mir verlangt, der gar nicht leisten, zu sagen, ich gebe meinem Autoren jetzt
lockere Verträge, die sich wesentlich freundlicher lesen und wo das alles nicht drinsteht. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad bin ich natürlich immer gezwungen, mich nach der Deck zu strecken und zu schauen, dass ich umfassende Rechte bekomme und zumindest so viele Rechte bekomme, wie ich auch weitergeben muss. Was ich im Urheberrecht nicht kann, ist irgendwelche Rechte gutgläubig erwerben, sprich einerseits sagen, okay, ich habe ja geglaubt, mein Autor hat das alles selber geschrieben, dass das in Wirklichkeit nicht von ihm stammt, habe ich nicht gewusst. Schauen Sie, ich habe hier einen ordentlichen Vertrag abgeschlossen. Das hilft im Urheberrecht nicht. Das hilft, wenn ich beim Autohändler ein Auto kaufe und das ist nachher gestohlen, habe ich gutgläubig Eigentum erworben. Im Urheberrecht gibt es sowas nicht. Das heißt, ich muss immer nach Möglichkeit schauen, dass ich Rechte so gut kläre, dass mir sowas nicht passiert. Ich kann aber natürlich auch niemanden über die Schulter schauen. Das heißt, ein gewisses Restrisiko wird es geben. Ich hole mir von meinem Auto eine rechte Garantie. Wenn daran was nicht passt, werde ich mich regressieren. Aber was ich nicht kann, ist gutgläubig erwerben. Ein zweiter Grund für diese kleinen juristischen Monster, die Sie in den meisten urheberrechtlichen Verträgen finden, ist, dass das Urheberrecht eigentlich ein Bündel von Rechten ist. Wir haben zwar zum Beispiel innerhalb der EU eine gewisse Rechtsangleichung und wir haben auch internationale Verträge, die dazu führen, dass die Rechte, also die einzelnen Verwertungsrechte, die man an einem urheberrechtlichen Werk hat, international vereinheitlicht sind. Nichtsdestoweniger habe ich aufgrund des Territorialitätsprinzips als Urheber, der mal in Österreich schreibt und arbeitet, das Urheberrecht nach dem österreichischen Gesetz, werde aber sozusagen in allen Ländern der Europäischen Union und in allen Ländern der Welt die Gegenseitigkeitsverträge im weitesten Sinn haben, beziehungsweise Partner internationaler Abkommen sind, ebenfalls ein Urheberrecht haben, eben aber entsprechend der Ausgestaltung dieses jeweiligen Landes. Das heißt, das amerikanische Copyright schaut erheblich anders aus als das österreichische. Innerhalb von Europa gibt es ebenfalls nach wie vor erhebliche Unterschiede. Das heißt, das französische Droit d'auteur gibt mir wieder andere Rechte und Befugnisse als das österreichische, deutsche, amerikanische. Das heißt, jeder hat ein Bündel von Rechten und jetzt versucht natürlich der Verwerter, dieses ganze Bündel möglichst umfassend zu kaufen. Einerseits macht er das, indem er auch eine Rechtswahl trifft und einmal sagt, okay, ich kenne das österreichische Recht, das heißt, ich unterstelle meinen Vertrag auch dem österreichischen Recht, das heißt, ich weiß so ungefähr, was passiert, das kann mir der übertragen und hoffe, dass das internationale Kollisionsrecht mir sozusagen dabei auch zur Seite steht, aber ich gehe trotzdem lieber auf Nummer sicher und umschreibe eben das, was ich mit dem Werk machen will, möglichst genau. Das heißt, ich verlasse mich nicht darauf, dass in der ganzen Welt das Urheberrecht überall vereinheitlicht ist und gleich ist und dass mir vielleicht ein Gesetz hilft, sondern ich sage, wenn ich hineinschreibe, was ich alles machen möchte, und zwar so detailliert wie möglich, dann minimiere ich mein Risiko, dass in irgendeinem Land der Welt heißt, okay, das hättest du allerdings nicht damit machen dürfen. Denn, und das ist eine Schwierigkeit, die wir haben, es richtet sich dann eben im Fall einer Rechtsverletzung oder behaupteten Rechtsverletzung die Beurteilung immer nach dem Recht des Landes, wo das Werk gerade ausgewertet wird. Und das macht zusätzliche Schwierigkeiten und gerade in Zeiten von Internet etc., wo ich also sehr schnell einen internationalen Vertrieb weltweit haben kann, vielleicht in der ganzen Welt abrufbar bin, habe ich sozusagen auch in der ganzen Welt einen Gerichtsstand. Und da eben
potenziell auch die Probleme. Das heißt, abgesehen von dem, ist wahrscheinlich auch wieder, wenn man es jetzt positiv sieht, an der Wurzel dessen, warum auch Sendeunternehmen oder Plattenfirmen so umfassende Rechteeinräumungen sich geben lassen, dass sie ja ebenfalls bis zu einem gewissen Grad diesem Risiko unterliegen, jetzt weltweit möglichst klar und deutlich umschrieben zu haben, was sie eigentlich tun dürfen und was nicht. Ja, also hat der Urheber sozusagen sein Bündel von Urheberrechten und das Urheberrecht als solches ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, ja nicht übertragbar. Das heißt, zumindest in den europäischen Rechtsordnungen nicht als Ganzes übertragbar. Urheber ist immer die natürliche Person, die ein Werk schafft, sei es jetzt der Maler, der Dichter, auch der Regisseur, der Drehbuchautor, kreativer Kameramann etc. Das sind die Urheber. Das Urheberrecht als solches, auch als Persönlichkeitsrecht, ist nach den europäischen Rechtsordnungen nicht übertragbar. Übertragen werden eben die sogenannten Verwertungsrechte. Und das bringt uns zu einer gewissen standardisierten Reihe von Rechten, die der Gesetzgeber eben ausdrücklich dem jeweiligen Urheber einräumt. Die finden sich dann im Wesentlichen in den urheberrechtlichen Verträgen wieder und sind standardisiert, das heißt primär ist es das Recht der Vervielfältigung, das heißt in welchem technischen Medium oder Verfahren auch immer, einschließlich digitaler Verfahren, die Art der Träger- oder Speichermedien ist da irrelevant. Auch nicht die Dauer der Vervielfältigung. Und es ist auch nicht interessant, ob die Vervielfältigung jetzt öffentlich stattfindet oder nicht. Sie ist also grundsätzlich zustimmungspflichtig. Der nächste Anknüpfungspunkt ist dann die Verbreitung dieser Vervielfältigungsstücke, also die öffentliche Verbreitung der Werke. Zum Beispiel die Postkarte, die CD, die DVD, auf der das Werk festgehalten wird. Auch das ist dem Urheber vorbehalten. Auch Vermieten, Verleihen, Leasing etc. ist eine, wenn auch sozusagen langsam aussterbende, aber doch dem Urheber vorbehaltene Verwertungsart. Ein exklusives Ausstellungsrecht gibt es dem gegenüber nicht. Wenn ein Werk einmal veröffentlicht ist, darf es grundsätzlich dann frei ausgestellt werden. Dann gibt es den ganzen Kreis der Rechte, die die öffentliche Wiedergabe beschreiben. Das wird zusammengefasst auf drei Arten. Einerseits die öffentliche Aufführung, Vortrag, dann die Sendung und letztlich das Zurverfügungstellungsrecht. Auch das sind Verwertungsarten, denen der Urheber ausdrücklich zustimmen muss. Aufführung, Vortrag und Vorführung unterscheiden sich eben von der Sendung durch die meistgegebene Versammlung eines Publikums an einem Ort. Ausnahmen bestanden in der Rechtsprechung etwa bei der sukzessiven Öffentlichkeit, wo es geheißen hat, also auch eine Hotelvideoanlage, die dem einzelnen Gast das Anschauen von Videos in seinem Zimmer ermöglicht, ist doch eine öffentliche Vorführung. Das Zurverfügungstellungsrecht beinhaltet den gesamten Bereich der sozusagen Wiedergabe über Internet oder ähnliche Medien. Das heißt, im Gegensatz zur Sendung, die Punkt zu Multipunkt zu einer gewissen Zeit erfolgt, ist eben die Zurverfügungstellung insoweit interaktiv, als jeder Hörer oder Seher eben zu Zeiten und Orten seiner Wahl auf den Knopf drückt und dann einen Stream oder einen Download von einem geschützten Werk abrufen kann. Und
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Seite 3 von dem Vertragsmuster, haben wir sozusagen, nachdem wir dieses Bearbeitungsrecht schon besprochen haben, das Ganze umgelegt auf den Film, der dann aus dem Drehbuch gemacht wird. Also jede Aufführung des Films beinhaltet dann sozusagen in sich auch eine Aufführung des bearbeiteten Drehbuchs. Deswegen ist das sozusagen auch von der sprachlichen Fassung immer so formuliert, dass einerseits das Werk, das Drehbuch, andererseits die Produktion natürlich in dieser Weise benutzt werden darf, nämlich durch Vorführung, eben definiert als das Recht, das verfilmte Werk und die Filmproduktionen durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. Egal welche Art dieses Vorführsystem technisch ist. Also es ist immer technikneutral. Wenn es eine neue Art der Vorführung aufkommt, dann fällt das immer noch technisch unter das gleiche Vorführungsrecht. Das ist also natürlich im klassischen Sinn einmal das Recht zur Vorführung auch in Kinos. Dann haben wir die Bild- und Tonträgerrechte. Da ist angesprochen eben die Vervielfältigung und Verbreitung auf Bild- und Tonträgern aller Art. Also DVD, aber auch hier wieder technikneutral, in welchem technischen System auch immer. Übermittlungs- und Senderecht bezieht sich dann eben auf das Recht, ein verfilmtes Werk durch Ton- und Fernsehrundfunk, Drahtfunk etc. ganz oder in Teilen der Öffentlichkeit beliebig häufig zugänglich zu machen. Hier ist wieder klargestellt, beliebig viele Ausstrahlungen und Übermittlungen und auch eingeschlossen eben Closed Circuit Video, Krankenhäuser, Hotels, Flugzeuge, Schiffe. Und dann wiederholt sich das auch sprachlich immer wieder in sich selbst, also mit vielleicht nicht ganz präzisen Zuordnungen, dass hier wieder on demand auch unter Übermittlungs- und Senderecht gefasst wird. Dann auch hier ein bisschen doppelt gemoppelt nochmal Vervielfältigungs-, Vermietungs-, Veröffentlichungs-, Verbreitungs- und Archivierungsrecht. Das heißt, das Recht, das Werk und die Produktionen beliebig zu vervielfältigen, zu verbreiten, auch zu archivieren und in Datenbanken einzustellen, abrufbar zu machen etc. Werbung und Klammerteilausweitung, hier im Sinn der Befugnis, Ausschnitte aus dem Werk in andere Filmproduktionen zu integrieren, aber auch zu Zwecken der Werbung für die Produktion und Vertriebprodukte aller Art auszuwerten. Werbung ist natürlich ein ganz besonders sensibles Thema, auch im Urheberrecht und im Persönlichkeitsrecht. Das heißt, ich habe immer anzufragen, wenn ich fremde Werke, also eigentlich auch immer gesondert anzufragen, wenn ich fremde kreative Werke, aber auch Bilder etc. in Kombination mit Werbung für irgendwelche Produkte auswerten möchte. Da sagt man, das greift, und es ist wohl auch so massiv, in das Persönlichkeitsrecht des Kreativen ein, wenn jetzt seine Arbeit mit einer Werbung für Produkte verbunden wird. Klar ist es, dass das bei einem Werbefilm natürlich ist das selbstverständlich, aber wenn Sie jetzt einen Spielfilm hernehmen und für Produkte welcher Art auch immer mit Ausschnitten daraus werben wollen, brauchen Sie definitiv eine ausdrückliche Zustimmung aller an der Produktion beteiligter Kreativer. Sogenannte Cessio Legis hin oder her, die hilft mir da allein dann auch nicht. In klein g ist dann eben dieses Zurverfügungstellungsrecht, das zeitlich jüngste dieser Verwertungsrechte noch angeführt, als das Recht der Auswertung eben in interaktiver Form. De facto übers Internet. Dann an weiteren Nebenrechten ist hier das Merchandising-Recht genannt. Das ist kein urheberrechtliches Verwertungssinn im eigentlichen Sinn,
sondern eben wieder zum Thema Verknüpfung mit Werbung, Vertrieb, mit Waren aller Art, die eben Merchandise zu einem Film sein können. Auch hier brauche ich sozusagen eine ausdrückliche Zustimmung meines Kreativen, damit ich das ungestört auswerten darf. Das Drucknebenrecht umfasst das Recht, das Werk in Teilen oder zur Gänze in Druckform und Ausgaben aller Art zu veröffentlichen und dann auch wieder gewisse Spin-off-Produkte wie Comics etc. Bitte. Ich weiß nicht, ob Sie mich alle verstehen können. Können Sie mich verstehen? Ich bitte. Entschuldigung, ich hätte noch ganz kurz eine Frage zu diesen Bearbeitungs- oder den Bearbeitungsrechten. Mich würde sehr interessieren, wenn ich zum Beispiel eine Musiknummer habe, jetzt Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix, und ich das zu quasi einer Parodie umtexte und dann auf YouTube stelle, das ist ja tausendfach passiert, da bin ich natürlich klagbar. Aber wie ist diese Kunstfreiheit? Ist das dann meine Form von Kunstfreiheit oder darf man parodieren oder zitieren? Wie sind wir da? Wo stehen wir? Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, weil die Freiheit der Kunst natürlich auch eine Rolle spielt. Die Satire und die Parodie sind uralte und auch anerkannte Kunstformen. Umgekehrt habe ich halt da den direkten Widerspruch zwischen dem Recht des einen auf Respekt vor seiner Kunst und dem Wunsch des anderen nach Freiheit der Kunst. Also es gibt sehr wohl den Ansatz und auch die Regierungsvorlage zum ursprünglichen Urheberrechtsgesetz aus 1936 geht recht fortschrittlich davon aus, dass sie sagen, eigentlich satirische Darstellung ist eine freie Bearbeitung und wird sozusagen als frei vorausgesetzt. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Wir haben einerseits jetzt keine unbeschränkte Freiheit, Werke verschiedener Art miteinander zu verknüpfen. Also vielleicht ganz kurz zu dem Thema, wenn ich einen Song habe, dann habe ich in der Regel zwei Werke, die miteinander verbunden werden. Das eine ist die Musik und das andere ist der Text. Das kann jetzt natürlich von einem und demselben Autor stammen, wird aber oft nicht der Fall sein. Das Gesetz sagt mir jetzt, okay, Musik und Text bleiben zumindest nach österreichischem Recht voneinander unabhängig und haben auch unterschiedliche Schutzfristen. Jetzt wurde hier ein bisschen eine Vereinheitlichung gefunden im Sinne, dass das näher aneinander gerückt wird, schutzfristrechtlich. Aber das heißt, hier beschließen jetzt zwei Leute oder eine gewisse Anzahl von Autoren, Musik und Text miteinander zu verbinden. Jetzt kann ich, genauso wie ich daheim für die Schublade alles Mögliche bearbeiten darf, es gibt ja da jetzt in dem Sinn kein Verbotsrecht, das sagt, du darfst keinen Roman bearbeiten und ein Drehbuch daraus schreiben, das darf ich für mich sehr wohl. Ich brauche nur unter Anführungszeichen die Zustimmung des Originalautors, wenn ich es dann verwerten will. Genauso sagt man, okay, für eine Verbindung von Musik und Text brauche ich im Prinzip keine Zustimmung, aber wenn ich das dann verwerten will, dann brauche ich die Zustimmung dazu. Und das Gesetz sagt zum Beispiel, ich darf erschienene Texte, kurze Texte, Gedichte vertonen und diese auch öffentlich aufführen. Ich darf aber davon keine CD machen. Das heißt, im Gegenschluss wird man das wohl so beantworten müssen, dass man sagen, ich darf sozusagen fremde Musik jetzt auch nicht vertexten und im Prinzip also aus dem Gesetz heraus auch keine Parodie, keinen
parodierten Text mit der Originalmusik verbinden. Also es gibt so Leute wie Weird Al Yankovic oder so ein Beispiel für einen, der mit Persiflage etc. Operiert, der erklärt das generell und immer mit den Verlagen ab. Warum macht er das? Er verkauft, glaube ich, selbst eine große Zahl von Tonträgern, das heißt, man sieht, der ist im Geschäft und der verwertet auch selber gewinnbringend diese Dinge und das macht einen gewissen Unterschied im Vergleich dazu, wenn ich sage, ich mache das jetzt sozusagen für mich eigentlich ohne kommerzielle Interessen und ich mache das zum Beispiel nur auf YouTube. Das wird sicher was anderes sein, als zu sagen, ich mache jetzt einen Tonträger. YouTube ist natürlich wahrscheinlich ein Minenfeld von diversesten Urheberrechtsverletzungen, wo ein bisschen das in die Richtung geht, dass man sagt, okay, wo fange ich an, wo höre ich auf? Abgesehen davon, dass es natürlich sehr wohl professionelle Abmahner gibt, also vor allem auch in der Bundesrepublik Deutschland, die teilweise wirklich auch große Plattformen abscannen können und wo das für meine Berufskollegen vor allem auch ein gutes Geschäftsmodell ist, zu sagen, okay, ich verlange von jedem jetzt 1000 Euro dafür, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Aber in der Praxis scheitert das an der schieren Masse und da spielt sehr wohl eine Rolle auch, welche kommerzielle Abwägung das da offen ist. Vor allem, ich habe das da im Skriptum zusammengefasst auf Seite 26. Es ist auch so, dass beim sogenannten Fair Use, die amerikanische Fair Use-Doktrin, ist ziemlich alt, die stellt eben Parodien frei, wenn sie die Verwertung des Originalwerks nicht beeinträchtigen und sich sozusagen transformativ mit dem Originalwerk auseinandersetzen. Das heißt eben das Originalwerk kritisieren bzw. parodieren. Das heißt, das ist jetzt die Parodie, die kein Selbstzweck ist eigentlich, die insofern transformativ ist, als sie sich mit dem parodierten Werk wirklich auseinandersetzt. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich nur einfach jetzt irgendeinen blöden Text drüberlege, der gar nichts mit dem Original zu tun hat. Also das wäre dann im Sinn dieser Doktrin nicht transformativ. Und die sagen dann ja, wenn das Ganze also den Originalautor nicht die Butter vom Brot nimmt und sozusagen fair mit dem Original wer umgeht, dann ist es im Sinne eines Fair Use auch frei zu nutzen. Ein zweites Thema, das Sie jetzt angesprochen haben, ist das sogenannte Zitat. Ich darf zitieren, nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz zum Beispiel frei von einer Werkart in die nächste, ohne große Restriktionen, bei uns eben ursprünglich ausdrücklich nur genannt in der Literatur und jetzt auch schon mittlerweile aber auch durch Analogie durchaus zu vertreten, dass ich das ausweiten darf, zum Beispiel aufs Filmzitat, das heißt eine kurze Stelle eines Films in einem anderen Film zitieren. Eine Stelle eines erschienenen Sprachwerks in einem anderen Sprachwerk, ein bisschen mehr im wissenschaftlichen Kontext, großes Zitat. Da geht es aber ebenfalls, das ist ein bisschen ähnlich wie diese transformative Benutzung, da geht es immer auch um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Das heißt, das Zitat darf im Prinzip kein Selbstzweck sein, sondern muss eine gewisse Belegfunktion erfüllen. Das heißt, ich macht durch ein Zitat im weitesten Sinn meinen eigenen Standpunkt deutlich. Wenn ich jetzt nur sozusagen eine Aneinanderhäufung von Zitaten veröffentliche, dann wäre das durch den Zitatzweck nicht gedeckt, dann wäre es eine Collage. Natürlich ist auch die Collage eine uralte
oder mittlerweile schon recht alte Kunstform, gibt es mindestens 100 Jahren. Da werden fremde Fotografien genauso verarbeitet, verfremdet, bearbeitet. Und das ist ein sehr schmaler Grat zwischen Kunstfreiheit und andererseits Rechten des Originalurhebers, ob ich da sagen kann, das ist noch eine freie Nutzung oder nicht. Auch da wird es wahrscheinlich wieder einen Unterschied machen, schon von der Praxis her, obwohl wir diese Fair-Use-Doktrin nicht im Gesetz haben. Wenn ich jetzt als Künstler, als bildender Künstler eine Collage mache und sage, ich mache jetzt ein Original, ist das was anderes, als wenn ich 5000 Stück davon beim Liner irgendwie in der Kunstabteilung unter Anführungszeichen verkaufe. Weil ich dadurch potenziell natürlich auch die Chance viel größer ist, dass sich jemand darüber aufregen würde. Ja, das ist sozusagen auch das Spannungsfeld der freien Werknutzungen. Wo findet das Urheberrecht seine Grenzen? Ein Beispiel dafür ist eben das Zitatrecht. Ein weiteres Beispiel die Berichterstattung über Tagesereignisse, wo auch urheberrechtlich geschützte Werke sichtbar werden dürfen bei einer Berichterstattung von einer Theateraufführung zum Beispiel oder von einer Ausstellung. Im Gegenzug heißt es aber auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Film drehe, jetzt nicht automatisch davon ausgehen darf, dass jedes urheberrechtlich geschützte Werk, das ich da sichtbar mache, im Prinzip automatisch da verwendet werden darf. Ein bisschen absurdes Beispiel dafür war, dass das auf einer Hotel-Homepage in den einzelnen Zimmern hingen Bilder einer Künstlerin, die dort ausgestellt hat, und die wurden dann fotografiert oder hingen da gerade zu dem Zeitpunkt, wo eben der Hotelprospekt fotografiert wurde, für die Homepage fotografiert wurde. Und sie hat dann geklagt und hat gesagt, na, auf diesen Fotos von euren Zimmern auf der Homepage, da sieht man jetzt meine Bilder, die hängen dort. Und das war nicht ausgemacht. Das ging tatsächlich bis zum obersten Gerichtshof, der dann eben auch ein bisschen in Richtung dieser Fair-Use-Doktrin gesagt hat, na gut, das ist aber jetzt eigentlich nichts mehr, weil das ist wirtschaftlich völlig unbedeutend. Da geht es ja nicht mehr um eine wirtschaftliche Auswertung von diesem Bild, sondern das ist eben durch Fair Use, anders kann man es nicht nennen, einfach davon auch abgedeckt, dass sie dort eben ausgestellt hat und sozusagen ein Fakt geschaffen hat. Das ist natürlich jetzt auch etwas, wo man dem Urheberrecht eine gewisse Scheinheiligkeit vorwirft oder den Rechtsanwendern, dass man sagt, okay, teilweise wird eben bis ins letzte Detail gegrabelt und geschaut, okay, wo ist da eine Rechtsverletzung, wer hat nicht korrekt zitiert, etc. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt dieses wirklich weite Feld von nicht kontrollierbaren Nutzungen, das natürlich, muss man ehrlich sagen, auch wirklich sehr stark die Filmwirtschaft betrifft, weil da, also stärker als bei allem anderen, hier sozusagen durch das Streaming und die illegale Benutzung eigentlich massiv in wirtschaftliche Interessen eingegriffen wird. Bitte. Eine ganz kurze Zwischenfrage und Bemerkung zu den Bildern im Hotel. Fällt es da nicht auch ganz klar unter die Panoramafreiheit in dem Fall? Ja, an der Außenmauer vom Hotel wäre es ganz klar, in den Hotelzimmern selber nicht so klar. Die Panoramafreiheit oder Freiheit des Straßenbildes sagt, dass Werke der Baukunst natürlich und auch Werke der bildenden Kunst, die dafür geschaffen wurden, in der Öffentlichkeit zu stehen, frei fotografiert werden dürfen. Wirtschaftlich bedeutend, zum Beispiel bei die 100 Wasserhaus, da gab es einen Streit.
Man kann also Postkarten vom Hundertwasserhaus in jedem Kontext verwerten, verkaufen etc., ohne dass da irgendwie der Originalurheber dran beteiligt sein muss. Das betrifft aber Freiheit des Straßenbildes primär auch wirklich das Straßenbild, das heißt das Exterior, wurde aber in einzelner Entscheidung auf Inneneinrichtungen ausgedehnt, bei irgendeinem Loshaus oder zumindest das Stiegenhaus. Aber die Freiheit des Straßenbildes würde sozusagen ein Bild in einem Hotelzimmer dann nicht mehr umfassen, weil sonst wäre ja sozusagen überhaupt alles überall frei. Bitte. Bei mir haben sich drei Fragen angehäuft in der Zwischenzeit. Ganz zu Anfangs haben Sie gesprochen davon, mit Hilfe dieses Bildes erklärt, dass also auch einzelne Teile eines Werkes geschützt sind. Im Falle der Musik gibt es da irgendwelche Richtlinien, wie viele Minuten, wie viele Takte sind da geschützt, beziehungsweise bei der Musik, was wird überhaupt geschützt? Weil eine Akkordabfolge kann es ja nicht sein, die gibt es ja hundertfach schon wiederholt. Ja, das wäre die erste Frage. Ja, also natürlich zwei Töne werden zu wenig sein. Fünf können vielleicht schon eine unverkennbare Melodie ergeben, das ist irgendwie das Faszinierende. Also es geht um die Melodie. Es geht natürlich schon um die Originalität, weil, wie Sie auch richtig sagen, ich kann jetzt zum Beispiel kein Blues-Schema monopolisieren und sagen, na, weil ich das jetzt auch spiele. Das gehört zum sogenannten Allgemeingut. Aber es muss natürlich in der Musik eine erkennbare Melodie in irgendeiner Form vorhanden sein. Da ist natürlich dann auch die Frage, wer klagt, wer traut sich, wer lässt sich klagen, ja? Und wie kommt es zu der Geschichte? Das ist jetzt einmal sozusagen das eine. Es gibt da jetzt keine Grenze, dass man sagt, so und so viele Takte sind auf jeden Fall frei, sondern es kommt darauf an, es können 50 Takte auch frei sein, wenn nichts drin ist. Was, also es wird individuell entschieden? Es ist völlig individuell. Ja, ich meine, selbst beim Plagiat, also fürs Plagiat gibt es sozusagen die Grundsätze, wenn man es nochmal auf die Bearbeitung zurückgeht, dass man sagt, okay, der Gesamteindruck des Stückes ist entscheidend. Wenn der Gesamteindruck ein völlig anderer ist, dann ist es eine freie Bearbeitung von was auch immer. Wenn der Gesamteindruck immer noch an das Original erinnert, dann ist es eben ein Plagiat oder eine unzulässige Bearbeitung. Vielleicht muss man das noch ein bisschen schärfen. Also drei Dinge vielleicht. Das eine ist das Zitatrecht. Ich dürfte also jetzt in einer Komposition sehr wohl ein Stück einer anderen Komposition zitieren, wenn das nicht sozusagen das Einzige ist, woraus meine Komposition besteht. Da müsste ich dann, wie bei jedem Zitat, natürlich auch Credit geben. Also ein Zitat ist immer nur dann ein Zitat, wenn ich die Quelle nenne. Eigentlich eh klar. Kann ich natürlich jetzt in der Musik nicht zwischendurch als Einschub aufnehmen und sagen, das ist jetzt, was weiß ich, von XY, aber ich werde es halt ins Booklet schreiben müssen. Wenn, dann sozusagen, das ist anerkannt, das ist in Ordnung. Dann gibt es sozusagen die Übernahme fremden Geistesguts ohne zu zitieren, sprich gefladert. Da kommt es eben darauf an, ob das noch für sich betrachtet, diese Wortfolge, diese Tonfolge originell und eigentümlich ist. Wenn ich jetzt natürlich sagen kann, okay, ich kann 50 Stücke bringen, wo genau diese Melodiefolge in der einen oder anderen Form schon drin ist, werde ich natürlich mich darauf einlassen können und Paroli bieten und sagen, ja, das gibt es eh überall, das ist auch nicht von dir, das ist halt sozusagen schon allgemein gut geworden. Vielleicht
an der Stelle noch eine Differenzierung zwischen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Wir haben jetzt auch beim Zitatrecht gesprochen vom Urheberrecht im engeren Sinn bei der Musik, also das, was eigentlich durch Noten aufgeschrieben wird. Das ist zu unterscheiden von der Interpretation, das heißt, wer auch immer hier als Interpret tätig wird, hat andere und zusätzliche Rechte als der Komponist. Komponist im klassischen Sinn ganz einfach abzugrenzen, das ist derjenige, der die Partitur schreibt, der Interpret, das ist das Orchester, die Partitur spielt. Heute ist natürlich die Grenze nicht mehr so scharf, oftmals nimmt der Komponist das auch gleich selber auf. Es gibt natürlich eine Band, die komponiert, es gibt auch jemanden, der das gleich selber im Studio alles fix fertig macht. Aber wir haben hier sozusagen die urheberrechtlichen Verwertungsrechte im eigentlichen Sinn und da die sogenannten Leistungsschutzrechte der Interpreten und dann auch noch der Tonträgerhersteller. Dann gibt es noch die Rundfunkunternehmer und die Veranstalter, die auch gewisse Rechte haben. Es gibt kein Zitatrecht an Tonaufnahmen. Das heißt, das Masterrecht ist nicht zitierfähig. Auch da muss natürlich jetzt ein gewisses, ich meine, das ist einmal eine faktische Grenze, nämlich die faktische Grenze, dass das, was man immer mehr erkennt, sowieso auch wird keinen Kläger und keinen Richter finden. Aber da gibt es an sich also auch keine Beschränkung auf ein gewisses Mindestmaß an Takten, sondern man müsste dieses sogenannte Sample Clearance, diese Prozedur, die es ergibt, zumindest vor einer internationalen Veröffentlichung durchführen. Sie haben eins eh schon vorweggenommen, jetzt aber eine Frage hätte ich noch, und zwar der Schritt vom Cover zur Bearbeitung. Wo ist da die Linie zu ziehen? Naja, Coverversion, also Ihr Kollege spricht den sogenannten Bewilligungszwang für Schallträger an und um in dem Schema zu bleiben, ich kann jetzt, wenn ich sage, ich will eine CD machen, gehe ich zu Austromechaner und sage, ich will eine Lizenz, ich möchte jetzt 5 Lennon McCartney und 5 Jagger Richards covern, dann erwerbe ich das Recht vom Komponisten, vertreten durch die Verwertungsgesellschaft, eben dieses Stück aufzuführen und auf CD zu vervielfältigen und zu verbreiten, beispielsweise ins Internet zur Verfügung zu stellen. Eine Bearbeitungsgenehmigung würde ich zum Beispiel brauchen, wenn ich jetzt den Text übersetzen will oder wenn ich das Ganze komplett anders einspielen möchte. Wobei die Frage ein bisschen eine theoretische ist, weil in der Praxis das weitgehend totes Recht ist. Jetzt abgesehen von einer Neuvertextung, die vielleicht irgendeinen empfindlichen Künstler wirklich stören würde, werden die Verlage meistens dann kein Problem damit haben, wenn sie das Geld kassieren können. Das heißt, Problem gibt es mit der Bearbeitung meistens erst dann, wenn Sie jetzt sagen, ich habe das jetzt so toll bearbeitet, ich möchte eigentlich gern Schutz für meine Bearbeitung beanspruchen. Also das habe ich Ihnen vorher unterschlagen. Wenn ich was originell bearbeite, beispielsweise jetzt wirklich ein tolles Neuarrangement mit eigenen Elementen etc. von einem bestehenden Song mache, dann hätte ich oder habe ich an sich ein Urheberrecht an meiner Bearbeitung. Das heißt, das steht mir zu, nur mit dem Pferdefuß, dass ich es nicht auswerten darf, wenn ich vorher nicht die Zustimmung des Originalurhebers habe. Dasselbe jetzt wieder beim Drehbuch. Ich darf ja das Drehbuch schreiben und das ist auch mein Drehbuch und ich bin der Urheber dieser Bearbeitung. Ich darf sie halt leider nur dann auswerten, wenn ich
diese Zustimmung vom Autor erhalten habe. Hat das das, glaube ich, hat das beantwortet. Bitte. Geht schon? Ja. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Tänzer eine Aufnahme seiner Aufführung mache, der aber keine eigene Live-Musik, sondern einfach Dosenmusik verwende und ich mache eine DVD davon, die ich dann kommerziell vervielfältige, habe aber den Originalton. Wer ist jetzt für die Urheberrechtsabgabe zuständig? Weil im Originalton höre ich ja Hausnummer, alliert von Michael Jackson, das eigentlich urheberrechtlich geschützt ist. Ja, also das Problem, das dabei besteht, ist, dass man die dass man die Rechte am Masterband von Michael Jackson, um jetzt dabei zu bleiben, beim Tonträgerhersteller, also beim Label, wird kaufen müssen. Die Rechte an der Komposition können Sie bei der Austromechana kaufen. Ja, also es gibt sozusagen auch hier wieder der Unterschied. Ich muss beide Rechte-Ebenen klären. Ich muss einerseits einmal schauen, okay, wo kriege ich mein Recht an der Komposition her? Muss halt geistig ein bisschen den Purzelbaum vollziehen, dass ich sage, okay, es wird die Komposition vervielfältigt und verbreitet, es wird aber gleichzeitig, wenn das hörbar werden soll und nicht live ist, auch irgendein Masterband vervielfältigt und verbreitet. Und das sind zwei verschiedene Punkte. Auf der Ebene der Komposition gibt es eine sehr dichte Organisation durch Verwertungsgesellschaften. Das heißt, da kann ich im Wesentlichen alles bei der AKM und bei der Austromechana kaufen. Die DVD wird mit einer Musikaufstellung angefragt. Ich kaufe die Lizenz und ich darf das machen. Wenn Sie jetzt selber den Michael Jackson einspielen würden, dann bräuchten Sie ja keine Masterrechte klären. Aber wenn Sie den Michael Jackson von der Konserve nehmen wollen, dann müssen Sie, und in dem Fall geht das leider nicht über die Verwertungsgesellschaft, dann müssten Sie tatsächlich für Ihre Verkaufs-DVD die Musik mit dem Originallabel klären. Und wie ist es, wenn ich es quasi nicht so vielfältig ist, sondern nur über YouTube veröffentliche? Ja, dann können Sie es auch einerseits vervielfältigen, weil es notwendigerweise Vervielfältigungsvorgänge damit verbunden sind, und andererseits halt öffentlich zur Verfügung stellen. Und damit fallen Sie unter den § 18a. Und dann haben Sie möglicherweise oder wahrscheinlich in der Praxis gar kein Problem, weil sich niemand die Mühe macht, durch 100.000 YouTube-Videos durchzuschauen, ob da irgendeine Tänzerin mit einem Michael Jackson im Hintergrund, außer der Dr. Müller macht sie. Das geht automatisch. Ich würde Sie dringend, ich möchte mich ungern einmischen, weil wir das ja dafür dringend waren. Und natürlich ist auf YouTube auch eine Veröffentlichung, also eine öffentliche Aufführung. Und wenn Sie die Rechte nicht haben, es gibt das gute alte Beispiel, das klassische Beispiel vom 17-jährigen Schulbum, der zum Michael Jackson tanzt, das ist eine Michael Jackson-Veröffentlichung, da legen Sie sich mit dem Verlag an, der die Sing-Rights hat für Michael Jackson, oder mit dem Label, wer halt die Rechte hat. Und ich würde Ihnen das echt nicht empfehlen. Ich meine, die Antwort ist insofern richtig, dass die Chance vielleicht in manchen Fällen nicht so groß ist, erwischt zu werden, aber es ist ja keine rechtliche Antwort, es ist eine praktische. Also legen Sie sich nicht mit Michael Jackson an. Und ich darf daran erinnern, vielleicht nur als kleines Beispiel, dass ich das nur erzähle, wenn Sie den Film von Haneke gesehen haben, Cachet, da gibt es ein Kinderzimmer und da hängt im Hintergrund ein Poster von Eminem. Und Sie können versichert sein, dass die Tatsache, dass das dort hängt, dem Produzenten mehrere 10.000 Euro gekostet hat. Weil das ist nämlich nicht frei. Also ich würde dringend davor warnen, jetzt zu sagen, in YouTube kommen Sie nicht drauf, erstens haben die Software. Viele der Titel, die bekannt sind, werden durch die Erkennungssoftware gescannt. In vielen Fällen nehmen die das einfach runter, wenn es ihnen gesagt wird, aber darauf verlassen die mich nicht. Frage dazu passend, wenn ich gehen wir jetzt wieder zu dem Tänzer, ja? Bitte Mikrofon. Bitte?
wenn mir jetzt zum Beispiel jemand dafür, dass ich ihn beim Tanzen aufnehme, ja, im Endeffekt eine Musik beistellt, ja, und sagt, er hat das Verwendungsrecht dafür, dass in seinem Video, das ich von ihm schneide und die Musik dazu verwende, die Rechte. Muss ich mich da erkundigen, ob das wirklich so ist, oder kann ich mich darauf verlassen, wenn ich das von ihm schriftlich bekomme? Nein. Sie können sich eben... Also was muss ich als Videoproduzent? Ich weiß, was Sie meinen. Ich weiß schon, was Sie meinen. Tatsache ist, dass Sie als professionelle Filmfirma zumindest für die Unterlassung mithaften würden. Also Sie, welche Rechtsansprüche haben wir, wenn Urheberrechte verletzt werden? Einmal primär einen Unterlassungsanspruch im Sinne, das darf nicht wieder geschehen. Der richtet sich gegen jeden, der sozusagen als Täter unter Anführungszeichen an der Urheberrechtsverletzung beteiligt ist, und das wären als Bandhersteller oder Filmhersteller dann sehr wohl natürlich auch Sie. Sie können dann sagen, okay, die Kosten überwälzen sich auf meinen Auftraggeber, wenn Sie die schriftliche Zusage haben, aber da müssen Sie natürlich dann das von ihm zurückverlangen und dementsprechend eintreiben. Aber es ist sozusagen leider nicht der Fall, dass man sich in dem Bereich auf irgendwas verlassen kann. Und ja, also es bezog sich dann auch meine Antwort, also meine Einschätzung als praktische Antwort und nicht juristische, immer schlecht natürlich ist, dass man sagt, okay, es macht natürlich einen Unterschied, ob das eine Nutzung ist, die sich an ein unter Anführungszeichen marginales Publikum in irgendeiner Nische richtet, oder ob das sozusagen eine Nutzung ist, die kommerziell ist und die oder die schon gerade darauf ausgerichtet ist, auch vertrieben zu werden in einer mehr oder minder professionellen Weise. Und spätestens da ist natürlich die Gefahr eine sehr große, und darüber hinaus muss man sagen, dass natürlich urheberrechtliche Abmahnungen, wenn sie passieren, in jedem Fall eines sind, nämlich unangenehm teuer. Eigentlich unverhältnismäßig teuer, weil jedes Urheberrecht schon allein vom anwaltlichen Streitwert auf jeden Fall 36.000 Euro wert ist. Auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und das heißt nicht, dass Sie 36.000 Euro zahlen müssen, aber dass die ganzen Kosten eben auf der Basis eines so hohen Streitwerts auch berechnet und verrechnet werden. Zusatzfrage zu der Frage. Ich wäre der Meinung gewesen, dass sobald ich das abfilme, was da passiert und wozu Musik eben gespielt wird, egal ob das jetzt, ob jemand tanzt oder ob das eine Karaoke-Bar ist oder ob das irgendwas ist, dass ich als Herstellerin des Films ohnehin ein Synchronisationsrecht erwerben muss auf beiden Ebenen, also sowohl Komposition als auch Master. Das heißt, auch wenn Michael Jackson gesungen wird und nicht das Masterband verwendet wird, kriege ich, also von Aube und AKM, die kriegen halt dann die Tantiemen, aber kein Synkrecht eben, also dass es mir gar nicht so in dem Beispiel irrelevant ist, ob der Tänzer ein Recht erworben hat oder nicht für die Aufführung dieses Tanzes zu der Musik, sondern dass in dem Moment, wo ich das abfilme und dann egal über YouTube, im Kino, auf Festivals, in Kulturforen, auf DVD oder Stream oder sonst irgendwas veröffentlich mache, das Synchronisationsrecht haben muss. Also auf der einen Seite, das Synchronisationsrecht ist natürlich ein Thema, das ein wichtiges ist. Also eindeutig ist es in dem Moment, wo klassische Filmmusik verwendet wird. Also wenn Film zur Unterlegung von Bild, natürlich Spielfilm, verwendet wird, haben Sie völlig recht, ist es üblich, und zwar weltweit üblich, dass man sagt, okay, ich muss
zusätzlich zu meinen Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechten auch noch das sogenannte Synkrecht klären, das mir mal die Verbindung von Bild und Film überhaupt gestattet. Dann gibt es einen Bereich, wo zum Beispiel in Deutschland klar gesagt wird, das ist kein Fall des Synkrechts, das ist der, wo ein Orchester oder ein Interpret ein konkretes Musikstück spielt und dabei gefilmt wird. Das heißt, da wird das Werk selbst interpretiert und da sagt die deutsche höchstgerichtliche Rechtsprechung jedenfalls, das ist keine Bearbeitung mehr, die leiten das nämlich aus dem Bearbeitungsrecht her und da sind somit auch keine Urheberpersönlichkeitsrechte betroffen. Und dann gibt es eben den Bereich, wo man sagt, da tanzt jetzt jemand dazu, das würde ich sagen, ist ein Mittelding. Wenn ich das weltweit auswerten will, bin ich jedenfalls gut beraten, auch das Synkrecht zu klären, da haben Sie sicher recht. Es ist nicht unumstritten und es ist in Österreich noch nie ausjudiziert worden, also immer noch nicht. Man wartet jetzt mal drauf, dass einmal jemand klagt vielleicht. Im österreichischen Gesetzbuch gibt es das Synkrecht nicht. Ich würde es herleiten aus den Beispielen, die ich schon gebracht habe. Wenn ich jetzt sage, ich darf nicht einmal einen Text vertonen und das auf CD veröffentlichen, dann kann ich mit der gleichen Berechtigung auch sagen, ich darf keine Werkverbindung aus Bild und Musik, die im Gesetz gar nicht erwähnt ist, sozusagen herstellen und das dann veröffentlichen. Also ich dürfte es fürs stille Kämmerchen machen, aber ich darf es nicht veröffentlichen. Und es wird aber begründet eben aus, auch wieder eigentlich aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht und über die Bearbeitung. Und da ist eben der Ansatz derer, die das auch kritisieren, die sagen, na, also wenn das sozusagen, also eine Interpretation, eine bloße Interpretation kann jetzt Persönlichkeitsrecht nicht berühren. Aber beim Tanz werden Sie recht haben, also beim Ausdruckstanz, wenn ich das jetzt tanze, jedenfalls nach der strengen Auffassung ein Synkrecht und in dem Moment, wo eine professionelle Produktion betroffen ist, schon jetzt gleich der Dr. Müller sagen, nein, auch der Junge, der Michael Jackson tanzt. Aber wie war das jetzt? Ist der dann verurteilt worden oder was? Weil er eben das auf YouTube gestellt hat und seinen eigenen Schattentanz dazu. Ich habe heute gehört, dass der Dr. Noll die Meinung vertritt, das ist keine Urheberrechtsverletzung. Das Problem ist, wie gesagt, habe ich eh schon gesagt, dass wir es, wenn ich es auf YouTube stelle, ist es in der ganzen Welt abrufbar. Und damit kann ich mich mit jeder Rechtsordnung der Welt herumschlagen. Und da sitzen wir jetzt hier in Wien und sagen, okay, wie ist es nach österreichischem Recht? Das Problem ist, dass es halt nicht nur nach österreichischem Recht geht, sondern in dem Moment, wo es überall abrufbar ist, haben sie auch einen Gerichtsstand auf der ganzen Welt und man würde es in Amerika nicht ausstreiten, weil allein die Kosten dafür horrend werden. Ich würde gern noch eine Frage nachhaken, und zwar was die Einholung der Rechte betrifft. Bei den Urheberrechten ist es ja so für einen Tonträger, dass die über die Verwertungsgesellschaft des Austromechaner eingeholt werden können. Jetzt gibt es doch auch für die Leistungsschutzrechte Verwertungsgesellschaften, die LSG oder die GVL in Deutschland. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind die da gar nie dafür zuständig. Also ich rede jetzt nicht von Synkrechten, ist da immer sozusagen der Produzent, die Plattenfirma zu fragen, oder welche Aufgabe würden dann sozusagen diese Verwertungsgesellschaften für Leistungsschutzrechte erfüllen? Kann ich das dort nicht beantragen, auch das Leistungsschutzrechte, wenn ich zum Beispiel zwei Bonustracks auf meinen Tonträger draufgebe von einer anderen Plattenfirma, indem ich das dort einfach melde? Na, das können Sie deswegen nicht, weil natürlich die Verwertungsgesellschaften, denen wächst ja das Recht auch nicht
von selbst zu, sondern die haben eine Betriebsgenehmigung und schließen einen Wahrnehmungsvertrag ab. Die kriegen die Rechte also von den Urhebern oder in dem Fall Tonträgerherstellern und Interpreten eingeräumt. Und die LSG hat schlicht und einfach das Recht nicht zur Vergabe auf Samplern, weil die Tonträgerindustrie sagt, wir wollen das gar nicht, wir sehen die Notwendigkeit für eine kollektive Rechtewahrnehmung gar nicht. Wenn jemand einen Song lizenzieren will, also ein Masterband, der kann ja zu uns kommen. Das heißt, primär beschränkt sich die Aufgabe dieser Leistungsschutzrechtsgesellschaften darauf, Vergütungsansprüche geltend zu machen, weil in dem Moment, wo ein Industrieschallträger erschienen ist, gibt es eben für die Sendung kein Verbotsrecht mehr. Da sagt das Gesetz, du hast kein Verbotsrecht, also der Rundfunkunternehmer muss jetzt nicht bei jeder Plattenfirma jedes Mal anfragen, wenn er eine CD spielen darf oder nicht, sondern wenn das legale Schallträger sind, dann dürfen die gespielt werden gegen eine sogenannte angemessene Vergütung, und das ist das, was die LSG im Wesentlichen wahrnimmt. Bei der GVL müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, die haben auch kein Synkrecht und die haben definitiv auch keine Vergabe für Sampler. Und das heißt, Verwertungsgesellschaft kommt immer auf die Betriebsgenehmigung an, beziehungsweise natürlich im Zweifel dort anrufen und fragen, was die für sie tun können. Und zahlen aber erst, wenn sie auch klipp und klar sagen, wofür, sozusagen. Ich habe eine Frage, die ein bisschen von der Musik jetzt weggeht, und zwar, was ist, wenn man in einem Spielfilm, Langspielfilm, Zeitungen verwendet und da explizit aber zum Beispiel historische Zeitungen, wo es teilweise diese Zeitung an sich nicht mehr gibt. Hat da irgendwer Rechte drauf? Sind die frei zugänglich, wenn ich sie in einem Archiv finde? Auf was muss ich achten generell? Naja, man müsste jetzt die Zeitung als solche ist jetzt von ihrem Layout her wahrscheinlich kein geschütztes Werk. Das Logo könnte natürlich ein geschütztes Werk sein. Und wenn man diese strenge Auffassung vertritt, dass im Film kein ungeklärtes Futsal vorkommen darf, könnte man natürlich auch sagen, na gut, wer hat die Rechte an dem Logo? Und wie lange ist der schon tot? Und da werden sie wahrscheinlich einiges haben, was sozusagen grundsätzlich noch geschützt wäre. Aber den einzelnen Artikel, der in der Zeitung drinsteht, der wird ja kaum sichtbar werden. Das heißt, was ist das Maximum, was ich dort sehe? Natürlich kann ich jetzt auch sagen, ein Zeitungsartikel ist urheberrechtlich geschützt. Und wenn ich jetzt ausgerechnet den so einblenden will, dass der lesbar wird, ja, was habe ich dann eigentlich auch? Eine Art Vervielfältigung. Ne? Bild und Headline. Na gut, eine Zeitungsheadline wird als Sprachwerk in der Regel nicht geschützt sein. Ein Foto, ja, also Lichtbilder sind geschützt, und zwar 70 Jahre lang ab dem Tod des Fotografen. Da wird jetzt wieder, ja gut, also ich würde es jetzt aus der praktischen Sicht her nicht klären, ehrlich gesagt, aber ich würde eventuell das Logo abdecken und durch irgendein künstliches ersetzen, wenn sie sehr vorsichtig sein wollen, weil die Chance, dass dann einer den Connex herstellt, ist relativ gering, beziehungsweise Hoffnung würde erwachsen aus dieser neuen OGH-Entscheidung zu den Hotelzimmerbildchen, die dann sagt, okay, es tangiert überhaupt nicht den ursprünglichen Rechteinhaber in seinen kommerziellen Interessen. Es ist sozusagen fast nichts. Ja, und das kann man natürlich im Urheberrecht sagen, okay, das gibt es nicht, das ist immer irgendwas, aber
es geht die Judikatur zumindest in die Richtung, das ein bisschen realistischer anzugehen und auch zu sagen, okay, ich meine, irgendeine Requisite haben die Leute gebraucht und wer hat, es hat keiner davon einen Nachteil. Also das ist aber ein Kriterium, das so nicht im Gesetz steht, dass man sagt, es muss ein gewisses Mindestmaß an Relevanz haben. Und ich finde das persönlich schon ganz gut, wenn man diese untere Schranke einmal einzieht. Weil so ist halt eben der Vorwurf, okay, dass das Ganze zwar auf der einen Seite extrem pingelig ist, auf der anderen Seite aber halt die großen Fische eher durchs Netz gehen. Gut. Ich hätte noch eine Frage, und zwar wieder zur Musik zurückgehend. Jetzt gibt es, oder möglicher Ausweg vielleicht aus der ganzen Geschichte, jetzt gibt es im Internet ja zahlreiche Anbieter von sogenannter lizenzfreier Musik, ja, die ich als Produzent jetzt einfach downloaden kann und die mir da versprechen mit verschiedenen Tarifleveln und insofern verbunden verschiedene auch Lizenzgebühren. Wenn ich sowas download und verwende, bin ich da als Produzent schon auf der sicheren Seite oder doch nicht? Oder wie, ich meine, jetzt mache ich da den Download, wie kann ich wissen, ist das jetzt wirklich eine rechtmäßige Seite oder? Naja, man kann in der Regel mal schauen, wo die sitzen. Man kann mal dort anrufen, wenn es jetzt auf den Fidschi-Inseln ist und sagt, überweisen Sie $50, dann können Sie runterladen, was Sie wollen, dann würde ich dem nicht vertrauen. Aber es gibt natürlich die sogenannte GEMA-freie Musik für Filmproduktionen und das haut wohl in der Regel auch hin. Was sollte jede Website eigentlich haben? Ein Impressum, das heißt, ich könnte mir jetzt, wie könnte ich es wirklich real angehen? Ich kann sagen, okay, ich rufe dort an und sage, gut, von wem ist die Musik? Ist es ein Deutscher, dann kann ich ja grundlegend auch bei der GEMA mal anrufen, die AKM hat sogar ein Mitgliederverzeichnis online stehen, könnt ihr schauen, ob es die gibt oder dann fragen, ob die GEMA frei sind. Ansonsten kann man das wie bei jedem Online-Angebot vielleicht ein bisschen googeln und darauf hoffen, dass würden die jetzt gezielt GEMA-freie Musik verkaufen, die nicht GEMA-frei ist, dass man das auch hören würde irgendwie und dass da ein Feedback käme. Aber wenn das natürlich wirklich ein Betrug ist, im eigentlichen Sinn, da kann ich jetzt nur mal schauen, okay, gibt es die Firma wirklich, hat die eine reale Adresse, so wie eigentlich bei allen Internetangeboten. Ne? Und wenn ich sehe, okay, die sitzt jetzt in Russland oder irgendwo, dann weiß ich halt, dass ich im Streitfall niemanden habe, an den ich mich wenden kann. Wenn ich die sonst auch finde und sie sitzt meinetwegen eben in Deutschland oder je näher, desto besser, ne, bei solchen Auseinandersetzungen, weil Prozess führen, also schon in England ist es äußerst mühsam und kostspielig, aber Deutschland geht. Also die GEMA-freie Musik, eben nochmal darauf zurückzukommen, kein gutgläubiger Rechteerwerb, das heißt im Fall der Fälle könnten Sie zwar Ihren Vertrag herzeigen, wenn der einen nachweist, das ist de facto von ihm und es war doch nicht GEMA-frei, dann haben Sie eben den Anspruch auf Ihren Vertrag, gegen Ihren Vertragspartner auf Schadenersatz etc., müssen aber trotzdem unterlassen, was natürlich extrem unangenehm ist, wenn Sie einen Film im Kino oder im Fernsehen etc. haben. Dazu noch sagen. Ich hab's vergessen. Okay, Fragen eins, drei noch? Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Musikrechten im Film, also Filmmusik. Da gibt es so dieses Gerücht, dass der ORF nichts zahlen müsste, oder umgekehrt, dass man für ORF-Produktionen Synkrechte nicht erwerben müsste, sondern wenn ein Film nur im ORF läuft, könnte man jeglichen, was auch immer, Michael Jackson, Conchita Wurst, dazuschneiden und müsste sich nicht um die Rechte
kümmern. Ja. Weil die zahlen halt dann schon, die zahlen halt dann was auch immer, AKM, aber sozusagen Tantiemen halt nicht, im Nachhinein für die Ausstrahlung der Dinge, aber dass man eben bei der Herstellung des Films sich bedienen könnte im gesamten Weltrepertoire, ohne Komposition und Text klären zu müssen und Masterrechte mit den Rechteinhabern. Ja, vielleicht schauen wir uns noch doch etwas systematisch das Kapitel von der Seite ab. Der Seite 37 habe ich Ihnen das zusammengefasst. Und da ist die im Einzelnen recht diffizile Sache im Detail beschrieben. Unter anderem auch das Synkrecht, wo wir eben eh schon gesagt haben, Einstufung als Werkverbindung bzw. Bearbeitung im Gesetz nicht so eins zu eins enthalten, aber abzuleiten aus dem Urheberrechtsgesetz. Daher grundsätzlich im Spielfilm keine Musik ohne vorherige Zustimmung des Komponisten und der Interpreten, auch nicht von der Verwertungsgesellschaft lizenzierbar. Aber 14.1.4, nach dem Rahmenabkommen zwischen ORF und Austromechana und AKM ist das Herstellungsrecht ausnahmsweise für Sendezwecke nicht abzugelten, wenn es sich um eine Eigenproduktion des ORF, eine Co-Produktion mit Privatfirmen oder anderen Rundfunkanstalten und Aufdrucksproduktionen mit Auftraggeber ORF handelt. Einen ähnlichen Vertrag hat auch die GEMA mit dem Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, dort allerdings nur für Auftragsproduktionen und Eigenproduktionen. Wenn dann aber nachträglich eine DVD-Herstellung erfolgt, dann braucht man eben meiner Meinung nach sehr wohl das Synkrecht, nachträglich. Also Stichwort dafür war zum Beispiel die Kottan-Geschichten. Kottan ist ja ein Beispiel dafür, dass, also wenn man das für Spielfilm klären wollte, was da alles verwendet war, wurde da seinerzeit, hätte man wahrscheinlich ein Riesenmusikbudget gebraucht. Der ORF hat sich sozusagen bedient und hat das über die Verwertungsgesellschaft bekommen. Wenn Sie heute bei der, also die Austromechana ist jetzt auch mit der AKM fusioniert, aber wenn Sie dort anrufen und jemanden bitten, Ihnen das zu erklären, werden Sie niemanden finden, der das tut oder kann. Und die sagen einfach, okay, wir mischen uns da nicht ein, wir streifen nicht an. Aber wer klagt schon den ORF, sagen wir uns ehrlich. Und warum sollte man auch den ORF klagen? Der zahlt recht gut. Und wenn man ihn klagt, dann spielt er einen nie wieder. Also das heißt, das erledigt sich bis zu einem gewissen Grad auch von selber. Aber es gibt eben dieses Abkommen. Und wenn man dann, also es interessanterweise hat sich dann bei diesen Kottan-DVDs bis auf einen besonders streitlustig verschrienen Verlag niemand gemeldet, um das irgendwie zu Fall zu bringen, weil natürlich eben nach den normalen Sätzen für Sync Rights, wie sie sich der Deutsche Musikverlegerverband vorstellt, nämlich 50 Euro pro Sekunde, könnte man solche Produktionen natürlich dann nicht machen. Aber Tatsache, also jeder Film, der sozusagen eine weitere Distribution hat und auch jede DVD-Produktion überall dort, wo Musik sozusagen zum Spielfilm dazugeschnitten werden soll, gilt eben die schlechte Nachricht. Einerseits sehr wohl Verwertungsgesellschaft für die Aufführung in den Lichtspieltheatern, für die DVD etc., aber zusätzlich auch noch Anfrage beim Verlag und Anfrage beim Label, also sozusagen vierfache Rechteklärung ist erforderlich. Und im Bereich der Auftragsproduktionen beim ORF gilt sozusagen immer noch das, die Einladung zur freien Entnahme, gilt aber dann eben nicht fürs Kino und nicht für die DVD-Veröffentlichung. Gut, also nochmal ganz wichtig ist, diese doppelgleisige Rechteklärung zu beachten, Komponist und Masterrechte, also
Tonträgerhersteller und Interpreten, wenn es von einer Live-Veranstaltung kommt, sogar auch noch Veranstalter des Konzerts, sind Rechte abzuklären. Bitte. Wollte noch einmal fragen, um sicher zu sein, ob ich das richtig verstanden habe. Synkrechte sind also nicht erforderlich für ein Musikvideo, wenn also hier einfach die Band oder das Orchester bei der Performance abgefilmt wird. Sie haben ein Beispiel vorher genannt. Also das heißt, wenn das eine Live-Performance einer Band ist, dann genügt hier die Meldung Austromechano und ich brauche kein persönliches Synkrecht einzuholen, wenn das kein spezielles Video jetzt ist, sondern wirklich nur diese Aufführung mitgefilmt wird. Meines Erachtens ja, bei der bloßen Konzertaufführung, wo sie keine Spielfilmelemente dazu nehmen, wo sie mehr oder minder das, also es ist die Frage, Musikvideo kann ja ein kleiner Spielfilm sein, da ist es sehr wohl in den Schallplattenverträgen, also in den Verträgen der Tonträgerindustrie steht es drinnen, dass die Band, wenn sie selber Komponistin von Songs ist, ihrer eigenen Plattenfirma dieses Erstsynchronisationsrecht sehr wohl einräumt. Also da wird es hineingeschrieben. Aber wie gesagt, zumindest in Deutschland klare höchstgerichtliche Entscheidung, nein, kein Synkrecht, wenn nur unter Anführungszeichen das Stück gespielt wird. In Österreich keine Entscheidung, keine höchstgerichtliche. Ich würde allerdings jedem sagen, wenn man einen Präzedenzfall in Österreich schaffen würde, wenn jemand zu mir kommt, dann würde ich ihm auch sagen, bitte nicht den, ja, wo die deutsche Judikatur sagt, nein, da gibt es kein Synkrecht. Also das heißt, man hat einen ganz guten Argumentationsstandpunkt. Und ich glaube eben nicht, dass man sich genau diesen Fall aussuchen würde, um den ersten österreichischen Präzedenzfall fürs Synkrecht auszufechten. Ausgerechnet den, wo es sehr strittig ist. Aber kann ich Ihnen aber trotzdem nicht versprechen. Gut. Gut, vielleicht zum Abschluss noch, wenn wir die Frage anschauen, wie erwerbe ich als Filmproduzent von einem Komponisten die Rechte, auch da kommt es eben wieder darauf an, kriege ich nur was komponiert, das dann von einem Orchester eingespielt wird, oder bekomme ich sozusagen auch gleich ein Masterband mitgeliefert, je nachdem ist das dann eben ein reiner Komponistenvertrag oder auch ein sogenannter Bandübernahmevertrag, wo ich das fix fertig geklärte und aufgenommene Band geliefert bekomme, um meinem Film damit zu unterlegen. Der Vorteil im Vergleich zur Musik, zur vorbestehenden Musik bei der frisch komponierten ist, dass es eben dieses Thema Synkrecht nicht geben sollte, weil ja mein Vertragspartner der Komponist selbst ist. Sicherheitshalber sollte ich ihn vielleicht fragen, ob er exklusiv bei irgendwem anderen unter Verlagsvertrag steht, weil dann könnte der Verlag noch ein Wörtchen mitzureden haben. Der Verlag ist also sozusagen der Vertreter des Komponisten, man nennt ihn auch die Bank des Komponisten, weil er einen Vorschuss manchmal zahlt auf Kompositionsrechte. Der wäre dann, wenn ein Titel verlegt ist, der Ansprechpartner für alle Arten der Rechteklärung, angefangen von der Werbung, Verwendung in der Werbung bis hin zur Verwendung von Synkrechten im Film. Komponisten, die keinen Verlagsvertrag haben, denen wird gerne mal einer angeboten, und zwar oft auch von der Filmproduktion selber. Die Filmproduktion mutiert zum Verleger.
Das ergibt aus der Sicht des Komponisten oft relativ wenig Sinn, weil ein Verlag ja primär die Aufgabe haben sollte, die Kompositionen zu pushen, das heißt auch für andere Verwendungen, für weitere Filme, für Werbung etc. auf dem Markt unterzubringen, und das wird eine Filmproduktionsfirma in der Regel nicht leisten können. Der Grund, warum es für die Filmproduktion natürlich verlockend ist, so ein Verlag ist schnell gegründet, das ist ein freies Gewerbe, man kann dann auch damit gleich mal der AKM beitreten, und der Split zwischen Komponisten und Verlag ist ja in der Regel Daumen mal Pi 60 zu 40, das heißt 60% der Tantiemen kriegt der Komponist, 40% der Verlag. Und wenn ich jetzt als Filmproduktion davon ausgehe, dass ich 40% aller Filmtantiemen wieder zurückbekommen kann, indem ich meinem Komponisten einen Verlagsvertrag anbiete, so ist das sehr verlockend. Verlocken tut das auch den ORF, der besteht mehr oder minder durch die Blume drauf, dass alle, die eine Filmmusik komponieren für den ORF, auch dem Verlag der ORF Enterprise beitreten mögen, um dort ihre Werke zu verlegen. Die ORF Enterprise hätte wohl eher theoretisch die Möglichkeit, diese Werke dann auch außerhalb des ORF irgendwelchen Dritten anzubieten, ist dazu aber de facto kaum in der Lage. Also das heißt, es ist in Wahrheit gerade bei Verlagsverträgen so, dass das oft verschenktes Geld ist. Für den Musiker kann es verschenktes Geld sein oder für den Musikerkomponisten, weil wenn er eine Plattenfirma hat, die ja sowieso seine Tonträger verkaufen muss, also die Frage ist, welche Gegenleistung bringt der Verlag, und für den Filmkomponisten umso mehr eigentlich eine Abgabe von Tantiemen, ohne dass die Gegenleistung sehr großartig sein wird in der Regel. Und immerhin sind Verlagsverträge, also die Verträge, die bis 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten üblicherweise laufen, also so lange Verträge gibt es fast sonst überhaupt nirgends. Das heißt, dass bevor man einen Verlagsvertrag unterschreibt, muss man natürlich, sollte man einmal nachdenken, was das bringt und was das kostet. Darf eigentlich ein AKM gemeldeter Musiker die Musik oder die Rechte unabhängig von der AKM vergeben? Die an sich von der AKM wahrgenommenen Rechte sind auch bei der AKM im Portfolio. Die AKM ist nicht glücklich, wenn und gibt auch einzelne Rechte an einzelnen Titeln nicht zurück. Wenn man sich den Wahrnehmungsvertrag anschaut, den die AKM abgeschlossen hat, so betrifft er die bisher komponierten, aber auch die künftigen Werke, die man schafft, und die Rechte, die die AKM wahrnimmt, das heißt die zur Verfügungstellung, das Recht der öffentlichen Aufführung und zur Verfügungstellung, sprich auch Untermalung für Homepages etc. und die Rechte, die die Austromechaner wahrnimmt, also die ganzen mechanischen Vervielfältigungsrechte, können sie für einen einzelnen Auftrag ad hoc nicht zurückrufen. Das heißt, sie können nicht sagen, ich bin einerseits bei der AKM und verkaufe andererseits AKM-freie Musik. Das funktioniert an sich nicht. Es ist jetzt so, dass die Verwertungsgesellschaften Richtlinie auf EU-Ebene uns bringt, wahrscheinlich über kurz oder lang, das soll eine Wahlfreiheit bestehen, auch für die Komponisten, die ihre Online-Rechte, also primär in dem Bereich, dann einer Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl geben können sollen. Ob das jetzt auch sozusagen unterschiedlich pro Titel der Fall sein wird, wird sich zeigen. Aber da soll sozusagen eine europäische oder weltweite Megadatenbank geschaffen werden, wo mehr oder minder jeder sagen kann, bei welcher Verwertungsgesellschaft will ich dabei sein oder nicht dabei sein. Und die soll dann auch gleichzeitig in Echtzeit mehr oder minder alle digitalen Nutzungen abrechnen. Also das ist sehr spannend, ob das,
ob da draus was wird. Also bis jetzt gab es eine Empfehlung der Kommission, die eben gesagt hat, naja, lass doch die Leute das Online-Recht dort wahrnehmen, wo sozusagen die beste Verwertungsgesellschaft soll die Online-Rechte gebündelt wahrnehmen, weil das hat ja keinen Sinn, dass man das in Europa von Land zu Land nur nach dem Zufall quasi, wo sitzt der Rechteverwerter über die Verwertungsgesellschaften macht. Da hat sich ein bisschen was getan, aber wenn Sie heute zum Beispiel die AKM fragen, dass sie eigentlich das Online-Recht nicht in die Wahrnehmung drin haben wollen, dann sagt die AKM meistens, na, das geht leider nicht. Obwohl sie von der Tendenz her das so laufen wird in der nächsten Zeit, dass man die Online-Rechte zumindest rausnehmen kann und sagen kann, die will ich woanders gern wahrnehmen lassen. Wie sieht dazu der Umkehrschluss aus, wenn ich für einen Künstler beauftragt werde, ein Video anzufertigen, der weder bei der AKM ist und noch bei keinem Verlag? Wie kann ich mich da absichern? Was gibt es da zu beachten? Ja, also grundsätzlich gibt es immer einen wesentlichen Bestandteil, wenn wir nochmal in unseren Vertrag reinschauen. Der Punkt 5 ist die Rechtegarantie. Das heißt, natürlich sollte oder wird jeder urheberrechtliche Vertrag eine Garantie desjenigen, der ihm die Rechte überträgt, enthalten, dass die Geschichte passt und dass er die Rechte auch selber hat. Wie gesagt, ob der bei der AKM dabei ist oder nicht, sehen Sie grundsätzlich aus dem Online-Mitgliederverzeichnis, dort können Sie auch anrufen. Was man noch zusätzlich tun kann, ist sozusagen eine Meldung, oder es tun sollte, besser gesagt, ist eine Meldung an die Austromechaner machen und sagen, okay, ich veröffentliche den und den Tonträger, ich habe aber von euch keinen einzigen Titel drauf, ich möchte das freigestellt haben. Das empfiehlt sich aufgrund der sogenannten Weltrepertoire-Vermutung, die für die Verwertungsgesellschaften spricht. Also die Verwertungsgesellschaften haben ja viel eigenes Repertoire und haben auch extrem viele Gegenseitigkeitsverträge mit anderen Verwertungsgesellschaften auf der Welt, wodurch sie Weltrepertoire in Österreich wahrnehmen, was auch vermutet wird. Das heißt, wenn ich jetzt ein Konzert machen will, umso wichtiger, weil das ist ja dann sozusagen ephemer und nachher vorbei, im Vorfeld sagen, okay, ich zahle keine AKM, weil ich verwende kein geschütztes Material. Und auch bei Tonträgerproduktionen und DVD würde ich das ähnlich sehen, dass man eine Meldung macht und eben sagt, okay, da ist nur freie Musik drauf, ich muss bei euch nichts zahlen. Und wenn ihr das anders seht, dann streitet man drüber oder wird dann in der Regel aber auch so hinkommen und passen. Ja. Also wenn ich auf die Zeit schaue, Herr Magister, wollen Sie bestimmt... Ja, also wir haben eigentlich, es war jetzt kein enzyklopädischer Vortrag, Sie haben was zum Nachlesen in Ruhe. Ich würde mich jetzt darauf beschränken, noch die letzten Pünktchen von diesem Vertragsmuster kurz zu streifen. Wie schaut es aus mit Punkt 6, Urhebernennung? Also der Urheber hat in der Regel das Recht, bei Verwertungen seiner Werke genannt zu werden. Das ist im Filmbereich natürlich in der Regel zumindest im Nachspann oder eben bei den wesentlichen Filmurhebern. In den Verträgen wird dann meistens darauf hingewiesen, dass die Fernsehanstalten den Nachspann oft so kürzen, dass man gar nicht mehr, gar keine Urheber mehr sieht, zumindest nicht am Ende. Aber das heißt, das ist ein wichtiges Recht des Urhebers, auch genannt zu werden als Urheber. Und wenn wir uns die Nebenbestimmungen noch kurz anschauen, so sind da noch die Persönlichkeitsrechte betroffen, auch des Autors, der eben genehmigt, dass seine Biografie, sein Name und sein Bild in Verbindung mit dem Werk zur Bewerbung des Films auch verwendet werden dürfen. Meistens gibt es dann noch die Bestimmungen über
allfällige Kündigung und Rücktritte vom Vertrag, also Leistungsstörungen, wenn eine Seite nicht das liefert, was vereinbart ist, kann die andere zurücktreten. In diesen Verträgen, wie gesagt, Spannungsverhältnis haben wir schon erwähnt, was ist, wenn der Produzent jetzt sagt, okay, diesen Autor will ich nicht mehr haben, kann er so einfach vom Vertrag zurücktreten. Im Zweifel natürlich, wenn dieses Rücktrittsrecht nicht ausdrücklich eingeräumt wurde, kann er das nicht tun. Üblich bei solchen Verträgen ein Schriftformvorbehalt, da natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, immer wenn man selber viel Nebenabreden treffen will und weiß, da steht nicht alles drin, dann macht es nicht immer Sinn, die Schriftform auszuschließen. Vielleicht, dass Sie sich merken, E-Mail ist nicht schriftlich, gilt nicht als schriftlich, außer Sie haben eine elektronische Signatur. Also wenn Sie was schriftlich festhalten müssen oder wollen, gilt immer noch das gute alte Fax oder Brief oder eingeschriebener Brief, wenn es wirklich wichtig ist. Dann die Rechtswahl. Auf den Vertrag ist österreichisches Recht anwendbar. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist in Wien zu empfehlen, wenn Sie auch hier Ihren Sitz haben. Gut, dann hoffe ich, dass es interessiert hat und für jeden was dabei war. Und wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich meinen Vortrag hier beenden. Ja, danke schön.